Ich hab dafür beide. Du bist nicht steif, komm. Lenk nicht so ein Scheiß, komm. Beweg dich. Wie viel Luft ist noch drin für heute? Geht noch, aber schon anstrengend. Also, das kommt immer so über die Zeit. Ich kann nicht mehr, aber geht immer noch. Ich denke, danach wird es hart, nachdem wir Dings gemacht haben. Aber es sind halt die ersten Wochen, weil die Grundkondition muss halt kommen. Ne? Bisschen flüssiger wird. Ja, das weiß ich. Aber das ist die erste Woche, das dritte Training. Wir gucken mal die Tage so, dass wir 3, 4, 5 gucken wir, wann du, dass du Zeit hast. Und für mich, ich kann regeln. Und so, dass du für deine Spieler nicht müde wirst. Weil du brauchst einen frischen Kopf. Ja, ich denke 3 bis 4 Mal schaffe ich auf jeden Fall. 3 bis 4 Mal ist gut. Dann machen wir sogar am Dienstag, dann machen wir Donnerstag, Freitag. Ja. Ja, und dann gucken wir, ob die Samstag machen oder nicht. Ja, kriegen wir hin. Ja. Kann man sagen, dass also 3 Mal die Woche ist auch noch 4 Mal. Aber ja, machen wir erstmal, weil du Geburtstag hast letzte Woche, machen wir 3 Mal. Weil zu viel ist auch nicht gut, dann hast du deine Spiele und dann hast du noch hier, weißt du, dann das geht nicht. Ein paar Jungs haben mir gesagt, der jemanden sucht immer Boxgym. Ja, genau, er ist das. Er trainiert auch zurzeit mit einem, ich weiß nicht, ob er immer noch mit ihm trainiert. Mit einem, der heißt Alex Mind, der ist so auch YouTuber, aber auch der kommt auch aus Hamburg. Ja, der ist Box-YouTuber, ich kann dir mal zeigen. Und ja, der trainiert die. Der ist auch super sympathisch, den habe ich auch kennengelernt. Ja. Äh,
Seife ist, denke ich, hier es ist. Aber ist auch, also die lernen auf jeden Fall auch extrem viel. Ja. Ich weiß nicht, wer Kickboxer war. Hat er gekämpft, ich glaube? Ich glaube nicht, aber er hat auf jeden Fall Boxerfahrung. Ich weiß nicht, ob er Kickboxen macht oder so. Aber er bringt den, also er bringt auch meinem Gegner, dem Henki, gegen den ich boxe. Ach so, den. Die trainieren beide bei ihm. In dem Studio auch. Du kennst vielleicht hier Smolik? Ja, kenne ich. Ja, genau. Der war ich in München, ne? Ja, und Smolik hat schon darauf reagiert, so wie die trainieren und so. Und hat ja auch schon gesagt, er macht das ganz gut. Dann wollte er auf einmal Max trainieren und so. Also war so eine Ansage. Aber er macht das wirklich gut, haben auch viele gesagt. Also Max ist auch super zufrieden mit ihm. Und Henki trainiert auch bei ihm. Mit dem habe ich auch schon ein bisschen unterhalten. Wir waren auch da in Köln zusammen mal unterwegs und wirklich super sympathischer Kerl. Das Gym ist in Hamburg, ja? Ja, das, da haben die auch schon auch Videos gedreht. Da wollte ich mich vielleicht auch einmal mit Max noch einmal treffen, sozusagen, dass wir beide leichte Sparring machen, weil er ist ja viel schwerer als ich. Okay. Einfach so für Content, weißt du jetzt nicht irgendwie, dass man sich auf die Fresse haut. Max ist dein Gegner? Nee, Henki ist mein Gegner. Also, Trimax Boxer, also der ist, der geht ja auch 120 Kilo, wert, das wäre wirklich ein bisschen unfair. Das ist mein Gegner. Okay. Ich kann mal, aber da kannst du, okay. Ich kann ja Trimax Boxen, da siehst du noch Boxen. Achso, die Boxen auch. Ja. Also er macht ja das, der macht das ist dein Gegner. Nein, das ist nicht mein Gegner, das ist Trimax, genau. Ja. Der boxt gegen Mickey, gegen auch einen anderen, der schwer ist. Ja. Und das ist mein Gegner, hier, der hier. Ja. Der? Ja. Also ist aber auch schon eine Monate her, ne? Okay, warte. Das ja? Ja. Menschen kommen zur Welt mit einer so eine Bewegungsabläufe. Ja. Du hast du erste Mal hast du gemacht, du hast geschlagen wie ein Mann. Ja. Okay? Und wenn ich den Typ gucke, wie er schlägt, ja. Ich will nicht sagen, wie er aus. wie der schlägt nicht so wie ein Boxer und so. Kennst du wie ein kleiner. Aber ich kenne das selber, weißt du, das ist ja auch immer halt die Technik. Das ist eine Natur, ein Mensch hat eine Natur. Okay? Du bist aber ein ruhiger Typ, du bist nicht so offener Typ, aber kommt noch. Ja, okay, perfekt. Okay, das kommt noch. Du bist nur so fast, weißt du, du denkst, dass du machst Fehler und so. Scheiß drauf, es gibt keine Fehler, es gibt keine richtigen Nein. Ja. Okay, Hauptsache, dein Faustkopf nicht dein Gesicht an. Okay? Perfekt. Und dann hast du das. Also, bis wahrscheinlich morgen. Ich schaue, dass es schafft. Wie gesagt, ich hab noch Online-Vorlesungen. Ja. Ich gucke, dass das alles zusammenpasst. Und denke ich dann eine Stunde, denke ich, würde ich hinbekommen, denke ich. Ja, super. Kann ich schauen. Ich schaue, was ist. Ja, mach das, wir sind hier. Morgen sind die sowieso lange da. Alles klar, das ist alles nur geklaut. Eyo, eyo, das ist alles nur geklaut. Das ist alles nur geklaut. Ich muss kurz Pause machen und sagen, dass es einfach irgendwie ballert. Ich weiß nicht.